Hoi hoi, meine Lieben. Es ist mal wieder Sonntag und heute ist wieder Minimalismus, Lifestyle und Co. dran. Und ich denke mal, dieses wird mal ein Plaudervideo. Also bleibt dran, es wird spannend. Geblieben bist, schnapp dir deinen Kaffee, entspann dich und wir plaudern ein bisschen über Lifestyle, Minimalismus und Co. Und wenn dich diese Themen interessieren, einfach den Kanal abonnieren, das Video liken oder Kommentare schreiben. Ich antworte gern. Ja, heute wollte ich einfach mal mit euch ein bisschen plaudern, so über wie seht ihr das so mit Lifestyle und Minimalismus. Also natürlich ist das alles ein Trendthema. Und ich bin eigentlich kein Mensch, ich mag keinen Trend hinterherjagen. Aber wie ich das ja schon in vorigen Videos mal erzählt habe, war ich wohl schon immer ein minimalistischer Mensch, jedenfalls in den Grundgedanken. Nur es gab damals einfach noch keine Benennung dafür, weil es halt noch nicht dieses Thema war. Und deswegen bin ich schon ganz froh, dass man einfach einen Namen dafür hat. Aber grundsätzlich, denke ich, ist diese Entwicklung ja nichts Neues. Wir sind natürlich ein bisschen geprägt durch unsere Konsumgesellschaft, das muss man natürlich sagen. Und Erziehung, jetzt gerade in unseren westlichen Ländern. Aber sonst, denke ich, ist es immer so. Und ich bin eigentlich dankbar, dass man das jetzt auch irgendwie kommuniziert und dass man auch gleichgesinnt und auch Anregungen findet, wie andere das machen. Das finde ich schon gut. Und ich bin ja immer noch viel mehr damals mit KonMari angefangen. Und das war eigentlich so auch diese Klarheit, diese Struktur, die dadurch entsteht, die mögen wir richtig gerne. Und wir haben das ja auch genutzt so für unsere Auswanderung, dass es leichter wird, unser Alltag leichter strukturiert. Und ich finde, seit wir das so praktizieren, ja, ist auch dieser Alltag mit Ordnung halten etc. viel leichter geworden, weil man halt einfach nicht mehr 20.000 Dinge hochheben muss etc. Aber man muss dazu sagen, es ist ähnlich, es ist wie eine Krankheit, es hört nicht auf, finde ich. Wir haben ja jetzt gedacht, dass wir, wenn hier alles nur eingerichtet wird, und dann, wir haben unser Level gefunden, aber das habe ich euch in anderen Videos hier geschickt, es wird immer mehr und immer mehr, dass man aussortieren möchte und alles, was Fülle ist, irgendwie leicht erdrückend wirkt. Und wir haben jetzt mal neue Küche bekommen, das habt ihr auch mitbekommen in den anderen Videos. Und ja, wir hatten früher in Deutschland eine ziemlich große Küche, muss ich sagen. Und durch dieses ganze Aussortieren etc. brauchten wir das nicht mehr und sie wurde viel kleiner. Also wir haben sehr viel reduziert, was das Ganze angeht. Wir hatten mehrere Glasschränke mit Weingläsern, Schnappgläsern und diese ganzen Geschichten. Das war eine enorme Menge. Wir hatten. Und jetzt passt es in einen Schrank rein, sieht auch nett aus, weil wir wirklich die Stücke aufgehoben haben, die uns jeden Morgen einfach Spaß machen, wenn wir sie sehen. Und wir haben unsere Küche so eingerichtet, dass wir von unserer Frühstücksecke, wo ich jetzt hier auch sitze, das ist die Frühstücksecke, auch auf diesen Glasschrank schauen können. Und wir haben jeden Morgen Freude dran, diese Sachen zu sehen, weil es halt wirklich die Stücke sind, die uns was wert sind. Und selbst bei diesen Einräumaktionen sind wieder weitere Sachen verschwunden, die wir einfach nicht mehr haben wollten, die irgendwie nicht mehr passten zu dem Neuen. Und dann haben wir gleich wieder Dinge aussortiert. Also es hört einfach nicht auf. Und das ist eine Sache, das musst du dir bewusst sein, wenn du mit Minimalismus anfängst. Wenn du da drin bist, ich weiß nicht, wo das endet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wie gesagt, schon einer von diesen 100 Teilen-Minimalisten wäre. Das glaube ich nicht. Aber man merkt schon, es wird weniger und weniger, man wird strukturierter und aufgeräumter im Kopf. Und das finde ich persönlich für mich ganz angenehm. Und wir hatten vorher auch in Deutschland auf unserer Insel, wir hatten eine ziemlich große Insel in der Küche, auch eine große Obstschale stehen, dann so Töpfchen für Knoblauch, Zwiebeln und Kartoffeln, solche kennt ihr bestimmt auch. Das stand auch auf der Insel und ganz zu Anfang auch noch so eine
passend dazu Öl-Essigflasche, die ich da irgendwo mal runtergeschmissen habe, dann war sie weg. Einiges minimalisiert sich dann einfach mal so, wenn man einfach ein bisschen schusselig ist. Das hilft, also ein bisschen schusselig ist das ein guter Einstieg zum Minimalismus, weil du machst dir auch einfach mal Dinge kaputt. Ja, und das ist in dieser Küche jetzt überhaupt nicht mehr. Also wir haben eigentlich fast alle Arbeitsflächen frei, wo nichts mehr ist. Und wir haben alles umstrukturiert, dass auch die Gewürze, wenn man aktiv zum Kochen bleibt, nicht mehr direkt am Herd offen stehen und einstauben. Das hat mich immer tierisch genervt. Das war natürlich praktisch griffbereit, den im Herd stehen zu haben. Aber es wurde ja auch immer eingestaubt. Diese Fettreste, die sich lösen, trotz Abzugshauben, die man heute alle so hat. Und wenn man nur diese Gewürzspender am Schrubben und Polieren, dass die irgendwie nett aussehen. Und ich denke so, oh mein Gott, was für eine beknackte Arbeit, das kann man sich doch alles sparen. Und jetzt ist das alles verschwunden und es ist eigentlich die Oberflächen sehr aufgeräumt. Aber nicht jetzt, dass sie tot sind, weil wir das jetzt so organisiert haben, dass wir halt auch an der Frühstücksecke, dass das mit in die Küche ein Teil der Insel ist. Ich kann sie nutzen, um halt, wenn ich Arbeitsflächen wollen, nicht backen möchte, dann kann ich diese Flächen nutzen, aber sonst wird sie benutzt, um zu frühstücken oder wie jetzt einfach Käffchen zu trinken. Wir sind so Plaudermann, es ist ja sowieso immer. Wir haben Freunde da, man ist immer in der Küche, da kann man sich ja auch mal ein bisschen nett hinsetzen. Es ist nun mal in unseren Kulturen ein kultureller Raum, sage ich mal, wo alle dabei sein wollen und das Zentrum des Lebens sein kann. Und so hat man diese Flächen auch genutzt, auch wenn sie grundsätzlich da nichts draufsteht. Sie sind nicht tot deswegen, versteht ihr, was ich meine? Weil es ist ja auch nicht, es soll ja auch gemütlich sein, wenn man wohnt. Also so empfinden wir es zum Beispiel, dass wir mögen es gemütlich und wir mögen es sehr gesellig. Wir haben gerne Freunde zu Besuch und wir freuen uns schon wieder auf die Zeit, wenn das wieder relativ unbegrenzt alles möglich ist. Und wir drücken uns mal ganz stark die Daumen, dass es jetzt rasch passiert, dass wir das überstanden haben. Weil das ist wirklich, muss ich sagen, das fehlt mir am meisten. Klar, diese ganzen wirtschaftlichen Gedöns, das ist alles eine Belastung für sich, aber dieses einfach mit Freunden gemütlich zu Hause sein oder weggehen können und quatschen, weil das ist ja auch so ein Faktor. Egal, welche Altersprobleme du hast, du möchtest ja kommunizieren mit deinen Freunden und plaudern darüber. Und wenn das sehr eingeschränkt nur noch möglich ist, halt belastet das ja zusätzlich diese ganze Situation. Also ich muss ja sagen, ich bin ja sehr viel seit Deutschland, die in der Praxis geschlossen war, und ich war hier sehr viel alleine, obwohl ich vorher sehr viel mit Menschen zu tun hatte, durch die Kunden, jeden Tag da mit Kunden zu tun gehabt, und dann saß ich plötzlich allein in der Wohnung und kaum Freunde haben gearbeitet, das war halt irgendeine Einschränkung aufgrund der Maßnahmen, die getroffen worden sind, und dadurch merkte ich auch schon, ich wurde irgendwie gleich depressiv. Ich will nicht sagen, dass ich wirklich depressiv bin, aber ich will das nicht abschätzen, wer wirklich depressionskrank ist, aber für mich so meine Freude und meine Elan, die ich eigentlich immer hatte, war irgendwie so richtig weg. Und ich musste irgendwie sehen, was mache ich denn jetzt? Und ich habe richtig gemerkt, diesen Unterschied jetzt, wo die Monteure hier waren, die Handwerker und sowas, was wir machen lassen mussten, wir versucht natürlich überall zu sparen, aber gewisse Sachen kann man ja nicht selber machen. War das, sie waren das keine Freunde, aber es waren mal Menschen im Haus. Das war eine ganz neue Erfahrung wieder und es hat mir richtig gut getan. Einfach auch mal mit anderen Menschen andere Themen zu besprechen, einfach mal über andere Dinge zu reden, als über seinen ganz kleinen Kreis, über Telefon oder sonst was. Und dann kam natürlich bei uns jetzt auch noch dazu, dass wir ausgewandert sind und der Staat ist dadurch nicht ziemlich holprig, wenn du hier sitzt und hier haben wir ja auch unsere Regeln. Genau wie ihr bei euch dort. Und dann ist es natürlich ziemlich schwierig, einfach loszugehen und Bekanntschaften zu knüpfen. Das ist sehr eingeschränkt. Und es holpert. Also wir sind froh, welchen Stand wir bisher erreicht haben. Da sind wir echt glücklich drüber und dankbar. Und es hilft. Jeder Moment hilft einfach mit Leuten. Und das muss man einfach sagen. Und das würde ich auch jedem von euch ans Herz legen. Also sucht euch die Menschen, redet und habt Zeit gemeinsam zusammen, findet eure Wege, egal welche Regeln oder wie streng ihr für euch innerlich diese Regeln beachten möchtet oder müsst. Und
Man darf, ja, natürlich ist das Thema für sich und es ist auch im gewissen Rahmen alles berechtigt, nur man darf die seelische Gesundheit nicht vergessen. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Ich habe gemerkt, wie es mich verändert hat, diese Isolation nenne ich das mal. Und das ist nicht gut. Also schnapp dir, auch wenn ihr, ich weiß ja nicht, in welchem Teil Deutschlands du lebst, welche Regel jetzt bei dir genau existiert, das weiß ich nicht. Aber wenn ihr diese Ein-Personen-Regel habt, dann schnapp dir deinen Besten oder die Beste und nutze die Zeit mit der Person, so viel du kannst. Dann unterstehen wir das. Und jetzt kommt ja auch der Frühling wird jetzt bald kommen. Auch ich weiß, wenn ihr jetzt so ein bisschen in Süddeutschland seid, dann ist das natürlich ein bisschen problematisch, da kommt der Winter gerade zurück. Aber das kennt ihr ja, das ist bald vorbei und dann wird es auch wieder besser. Ja, und sonst so mit dem minimalistisch, also in dem Punkt, sage ich euch, werde ich nie minimalistisch. In guten Freunden, Nachbarn und Freunden möchte ich gar nicht minimalistisch sein. Ich möchte zwar Qualität haben in dem Bereich, das ja. Also ich wähle schon Menschen aus, die ich in meinem Umfeld haben möchte, aber nicht in dem minimalistisch, dass ich das begrenzen möchte. Ja, und ja, jetzt ist, seit ich das wieder beachtet habe und auch freue ich heute zum Beispiel, nach diesem Video werde ich losgehen und ich habe meinen Friseurtermin. Ich freue mich hier tierisch, weil ihr seht das ja auch schon, also ihr habt das ja alles mitgekriegt in den Videos. Oh mein Gott, diese Haare, das ist langsam nicht mehr schön, aber es muss mal runter. Und das ist mein erster Besuch in den Niederlanden beim Friseur. Ich war das letzte Mal in Deutschland und jetzt muss es mal hier sein, weil ich bin echt gespannt, wie das so ist, ob ich mir den richtigen ausgesucht habe oder nicht. Ich werde euch das berichten, wie das gelaufen ist und was, oder ob ich neu suchen muss, also ihr bekommt das schon mit. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich jetzt alle 3 Monate für euch mal eine Zusammenstellung machen werde, was wir alles so aussortieren, weil wir hatten ja einmal dieses große Aussortier-Challenge-Video, das kann ich euch auch da verlinken, ne? Dann könnt ihr euch die beiden Teile nochmal ansehen, was wir da schon aussortiert haben. Wir haben den Kleiderschrank aussortiert, das habt ihr alles in den Videos. Und ich denke so ein Vierteljahr Abschnitt, dass ich euch mal zeige, anhand von Zahlen und auch von, ich schreibe mir das immer so ein bisschen auf, was wir aussortiert haben, um einen Überblick zu haben. Denn ich würde gerne, ich weiß noch nicht, wann ich das machen werde, aber innerhalb dieses Jahres, denke ich, wird das passieren, dass wir einmal mal unseren gesamten Besitz kategorisieren wollen. Also nicht so extrem bürokratisch, sondern wir werden mal durchziehen und einfach mal eine Zahl haben, was wir so besitzen. Und dafür mache ich halt diese Liste, dass wir auch immer wissen, rein, raus. Aber das wird natürlich erst passieren, wenn wir so weit durch sind mit den nötigsten Umbauten. Ich hatte euch das ja gezeigt mit dem Dach, die Leckage in dem Video von Donnerstag. Entfernen und solche Dinge. Das muss natürlich vorher alles passiert sein, aber das Jahr ist noch jung. Wir schaffen das dieses Jahr alles, denke ich. Und auf diese Reise nehme ich euch auch gerne mit, was Minimalismus über uns noch weiter betrifft, auf unseren Lifestyle hier, wie sich das alles verändert, wie wir jetzt hier leben, in dem Vergleich zu Deutschland, welche Einstellungen wir haben. Auch, dass sich Einstellungen verändern. Und ja, also wir müssen. Das ist echt niedlich. Die Hintertür vom Haus ist immer sehr wichtig, hier merken wir immer mehr. Weil dass wir sie benutzen, das hatte ich ja schon mal erzählt plötzlich, obwohl wir immer dachten, nein, wir werden die Vordertür benutzen. Dem ist nicht so. Wir benutzen eigentlich 99% nur die hintere Tür. Und unsere Nachbarn und die was brauchen oder sonst was kommen inzwischen auch dahin. Es ist eigentlich, der Postbote kommt vorne an und diese Erstkontakt, nenne ich das mal, die klingeln vorne, der Rest der klopft hinten an und wir hatten jetzt auch schon mal einen Bekannten, der hat uns geholfen mit der Heizung hier im Haus und dann hatten wir das hier umgebaut und da ist ein Wasserhahn übergeblieben und den wollte er unbedingt haben und dann kam er, ja, kann er sich abholen, ist ja kein Problem, wenn er den schick findet. Wir hatten ihn ja sonst weggetan und dann kam er auch einfach rein, ohne Klopfen etc. Das war auch, daran muss man sich auch gewöhnen, das ist hier so und ja, wenn man das nicht möchte, kann man das ja auch abschließen, aber grundsätzlich, ich finde es halt auch in Ordnung, wenn man sich so kennt und jeder einen gewissen Rahmen und Grenzen abhängt, aber das ist natürlich für uns so ein bisschen ungewöhnlich.
Das verändert natürlich auch die Einstellung, zum Beispiel, dass die Beikölken, wo die Tür drin ist, also die Waschküche, aufgeräumt sein muss für den Besuch. Das ist uns sehr wichtig, weil sonst ist das ja ganz schnell mal so eine Rummelecke. Das darf da nicht passieren. Also da werden wir auch nochmal rangehen. Da werde ich euch auch mitnehmen, wenn wir die Beikölken mal durchsortieren, aussortieren. Dann nehme ich euch auch mit. Das wird dann auch kommen. Dass das auch schick ist, wenn man hinten reinkommen kann und nicht das ganze Gerummel sieht. Also, da ist natürlich minimalistisch auch sehr praktisch, wenn du so offene Bereiche hast, die Leute sehen können. Und der Vorteil ist, finde ich, an dieser ganzen Aktion, wie gesagt, sonst hat man diesen Raum immer so als Rummeleck. Da wir den in diesem Haus auch ordentlich halten müssen, sage ich mal. Ja, hat man das auch erledigt und man hat diese Rummelecke nicht mehr. Und das ist doch eigentlich ganz gut. Dann haben wir höchstens noch unseren kleinen Keller, der, naja, ihr wisst ja, Wasserpumpen gehört dazu jeden Tag. Na, nicht jeden Tag, aber es dringt schon mal Wasser ein. Ich denke, ja, was macht ihr heute noch Schönes? Genießt ihr euren Sonntag? Wie ist euer Wetter? Habt ihr winterliche Nachzügler oder regnet es? Und da habt ihr wunderschön, schreibt es mal unten in die Kommentare, das würde ich wissen. Und ich würde auch gern von euch mal wissen, was ihr minimalistisch macht. Was habt ihr noch vor mit Minimalismus? Wie benutzt ihr ihn in eurem Alltag? Hat er euch weitergebracht? Hat er euch mental weitergebracht? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal unten rein. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich spreche gern mit euch darüber. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Damit helft ihr mir auch dabei und vielleicht auch die Reichweite von mir zu erreichen. Kleine Sprachfindung schon, meine Reichweite zu vergrößern. Das vielleicht auch andere noch Nutzen haben von meinem Kanal mit Minimalismus, Niederlande und Co. und alles, was so mit mir verrückt habe. Mit mir, Sally M., total verrückt, wie ich nun mal bin. Vielleicht amüsiert euch das ja ein bisschen und bringt ein bisschen Freude in euren Alltag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt noch euren Kaffee und wir sehen uns. Ciao!